Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Metro Exodus. Ja, das passt so ein bisschen so rein in dieses The Division Let's Play. Ich werde nur noch ab jetzt privat zocken, das heißt, wir sind durch mit dem LP, mit The Division 2. Und ansonsten werde ich jetzt privat ein bisschen Let's Playen. Ein bisschen Privatspiel, Entschuldigung. Ja, wir werden auf jeden Fall jetzt mit dem neuen Projekt heute beginnen. Ja, gehen wir rein. Moment, ich überlege gerade, mit welcher, was wir spielen. Das ganze Ding auf einfach. Oh, machen wir es einfach. Gut, ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich kenne von diesem Spiel null. Ich kenne die Reihe gar nicht. Dementsprechend. Aber ich erinnere mich noch an das Leben ja. Vor dem Krieg. Ich erinnere mich, dass wir anders waren und dort oben lebten, an der Oberfläche. Wir waren die Herrscher der gesamten Welt. Wir hatten gigantische Städte aus Glas und Stahl gebaut, nach Belieben die Meere überquert und auch den Himmel erobert. Wir waren einmal 7 Milliarden. Wir sind nicht für das Leben in den Tunneln geboren. Ich wurde geboren, um frische Luft zu atmen. Daran kann ich mich erinnern. Die 7 Milliarden wurden im letzten Krieg ausgelöscht. Nur 50.000 schafften es, im Untergrund zu überleben. Die Oberfläche ist vergiftet, verbrannt und wimmelt vor schrecklichen Monstern. Eines Tages wird die Strahlung an der Oberfläche vielleicht nachlassen und unsere Enkelkinder oder deren Enkelkinder können vielleicht dorthin zurückkehren. Zumindest glauben meine Brüder des Ordens das. Im Grunde bestand für uns von Anfang an keine Hoffnung. Trotzdem sind wir Menschen einfach zu schlecht im Aufgeben. Wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir verbündeten uns und arbeiteten daran, die Metro zu unserem neuen Zuhause zu machen. Immerhin ist das hier möglicherweise der einzige Ort auf der Erde, an dem noch Menschen leben können. Eine Zeit lang hatten wir gedacht, wir könnten es schaffen. Doch leider hat der Krieg nicht auch unsere schlechten Gewohnheiten getötet. Es war nur ein flacher Abhang, aber wir glitten einfach hinunter. In der relativen Sicherheit der Tunnel gärte die Korruption. Und als die Gefahr von oben kam, stellten sich nur wenige von uns gegen sie. Und es wurden täglich weniger. Aber ich erinnere mich, dass wir für ein besseres Leben geboren wurden. Und ich kann nicht hinnehmen, dass ich im Untergrund alt werden und sterben soll. Es ist mir egal, wenn sie mich als Idioten beschimpfen. Aber wenn auch nur der kleinste Splitter dieser alten Welt noch da draußen existiert, muss ich ihn finden.
Wenn endlose Jahre hoffnungsloser Existenz und ein einzelner Moment der Hoffnung zur Auswahl stehen, muss ich mich für die Hoffnung entscheiden. Ich muss dieses Signal finden. Naja. So. Dann geht's los. Wie gesagt, dann haben wir noch ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Ich bin gespannt, wie es abläuft. Wie lange wir dieses Let's Play machen werden. Solange wir sich Bock haben, auf jeden Fall. Das ist klar. Und das heißt, ja, was erwartet uns hier? Ich habe keine Ahnung. Und das ist das Geile daran. So, Jo. Mama? Hilfe? Okay, hier können wir raus. Scheint auf jeden Fall eine Art Ego-Shooter. Mama? Was war das? Hilfe! Na gut. Ja. Sehr. Feuerzeug? Was für ein Feuerzeug? Hopp! Alter! Was für eine kranke Scheiße ist das hier? Das ist mehr als Weltuntergangsstimmung hier auf jeden Fall. Das ist ziemlich creepy gerade. Wer bin ich? Wo bin ich? Was bin ich? So, fackeln wir mal weiter das Netz ab. Zack.
Oh, Alter. Ja, hau ab. Oh, Backe. Was war das jetzt gerade? Oh, Alter. Geil. Ich heile immer so. Also wir scheinen hier irgendwo in Russland zu sein, im tiefsten Russland. Entschuldigung, ich bin gerade komplett geflasht hier von der Seite links. Hart! Das steht doch nicht umsonst hier, oder? Was für eine Kacke, Alter. Alter, was ist das, ey? Kusch! Ja, ist ja nett! Was für eine tolle Begrüßung hier, meine Güte! Freunde! Wir sind nicht alleine! Verdammt sein! War wohl nicht gut, ne? War? Alter, was geht ab, ey? Wohin denn jetzt? Nach links, über den Platz! Hey, Damir, meinst du, der Oberst weiß, was Artyom da oben vorhatte? Woher soll ich das wissen? Frag ihn doch selbst. Er hat sich vom Ring aus per Funk gemeldet und gesagt, er sei morgen hier. Hey, du, lass ihn in Ruhe! Ha! Soll er doch lernen, selbst klarzukommen. Wie soll er sonst in der Metro überleben? Aufwachen, Leute! Halte durch, Artyom. Du bekommst jetzt eine frische Dosis Spartanerblut.
Tim, bist du wach? Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Da draußen ist niemand, Atjom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst! Hallo, Alex. Da bist du ja, du stummer Bock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte! Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Atjom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Atjom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Ja. Das war mal ein Einstieg in die Folge. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich zuletzt so gesunde und fitte Leute gesehen habe. Hallo? Ich auch nicht. Scheinbar nicht. So viel Zeit an der Oberfläche verbringen. Tja, ist leider Ihre Aufgabe. Aufgabe oder nicht? Okay. So weitermachen. Naja, nicht jeder hält es aus, hier unten eingepfercht zu sein. Alter, Verwalter. War hier? Da war doch was gerade. Das hat uns genau das am Leben gehalten. Oh. Moin. Artyom, pass etwas besser auf dich auf, ja? Selbst wenn du da draußen Menschen findest, haben sie vielleicht ihre eigenen Probleme. Was würde es also bringen, sie zu kontaktieren? Abgesehen davon haben wir kurz nach dem Einschlag der Bombe doch ziemlich regelmäßig Signale empfangen. Inzwischen aber schon lange nicht mehr. Meinst du nicht, das ist ein Hinweis? Hm? Naja. Es ist dein Leben. Artyom, ich kann ja verstehen, wie du dich fühlst, aber du kannst die Metro nicht immer im Alleingang retten. Warum suchst du alleine nach einer Lösung? Deine Freunde vom Orden kamen dir wieder zur Hilfe. Der Oberst scheint dich wieder in der Einheit haben zu wollen. Warum vergeudest du deine Zeit in unserer Zuchtstation oder da draußen mit der Suche nach Gespenstern? Wenn Sparta mich haben wollte, wäre ich sofort dabei. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Ja. So, aber bevor wir das Ganze hier weiter erkunden, dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Metro Exodus. Bis morgen. Tschüss.